Finde ich auch. Jetzt muss ich dich noch mal leiser machen, jetzt bist du zu laut. Kann ich. Ah ja. Ich glaube, 75% reicht. Reden Sie bitte. Test, test, test. Okay. Na, das ist gut von der Lautstärke her. So. Okay. Ich muss gerade noch das Bild bei mir ein bisschen kleiner machen. Ja. Nein, nicht größer, kleiner. Soll ich schon mal die Highschool auswählen? Wir können auch gerne erstmal mit einer was kleineren anfangen. Weil ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung und alles war. Okay. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Eines der Farmhäuser. Dann gibt's. Ja. Und du willst wahrscheinlich lieber fortgeschritten, du kleiner Hosenscheißer. Ja. War mir klar. Selber, du Hosenscheißer. Oh, ich habe keine. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich sag nur wahre Dinge. So, ich bin bereit. Noch eine schöne Führung durch, noch eine schöne Führung durch den Raum hier. Gesundheit. Ich find's toll. Jetzt habe ich schon lange bereit geklickt und du bist nicht da. Ja, ich muss hier allen noch Bob zeigen und Klaus da oben. Der mir immer hinterher guckt. So. Okay, Start. Ist das Klaus aus Umbrella Academy? Wie heißt denn der Tote von Umbrella Academy? Cheng? Chen? Nein. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Der könnte das sein, der ist immerhin tot. Aber Klaus kann die Toten sehen. Deine Mutter kann die Toten sehen. Ich kann die Toten auch sehen. Bin ich damit, Klaus? So, ich nehme meine Standardausrüstung mit. Nimm meinen. Oh, ich muss gerade was trinken, mein Hals wird trocken. Jetzt fehlt die Ansage von Anne. Die macht das immer so toll. Ja, und ich mach das nicht. So, tschüss. Mary Davis, mehr muss ich nicht wissen. Die Sicherung ist oben. Ich würde einfach nach oben gehen und mach die an. Genau. Willst du Kopfkamera anziehen, dass ich gegebenenfalls bei dir mal reingucken Hab kann? Schon. Ja, hab ich gerade gemacht. Und warum ist jetzt mein Bildschirm wieder so verändert? Ich habe das doch... Mann. Jetzt sehe ich meinen Chat nicht, weil das Bild mitten im Bild ist. Obwohl ich das zur Seite gezogen habe vorhin. Das weiß ich nicht, warum er das wieder in die Mitte geschoben hat. Ich spiele hier auf Vollbild, insofern kann ich es dir nicht sagen. Naja. Ah ja? Du kommst zurecht? So. Wenn okay. Mir jemand schreibt, dann... Dann mal ganz schnell. Hallo und Pech gehabt. Ich habe doch eine Nachtsichtkamera. Warum benutze ich die eigentlich nicht? Och, das war ich. Ich habe nichts gehört. So, Licht ist an. Muss ich jetzt mal gucken, wo ich... Wie das... Wie war das denn hier alles nochmal? Ich guck mal, ob ich hier einen Knochen oder irgendwas finde. Gib mir ein Zeichen. Habe ich jetzt auf Aufnahme? Ja, habe ich gedrückt. Ja, ich habe jetzt nicht. Ich nehme jetzt nicht auf. Ja, ich mach das. Hier liegt was auf dem Boden und er hat es gerade verschoben. Das ist das obere Badezimmer. Ja, da ist es auch schon kühl. Also wahrscheinlich hier. Wir haben 8 Grad. Tendenz wahrscheinlich fallend. Okay. Rede mit mir. Ich habe ein Parabolmikrofon in die Hände. Kannst du mal kurz wegleuchten? Ich versuche einen Orb zu finden. Deswegen. Nee, nicht an der Toilette. Das ist ja nicht an dem Flur. Weil ich keins angemacht habe. Okay, einen Orb habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, ich hol da mal neues Zeugs. Toll. Ich werde mich gleich wahrscheinlich zu Tode erschrecken. Ja, doch.
Das da, das da. Und. Er hat die Tür angekratzt. Und die Tür so. Ja. Oh, es schneit. Das fällt dir früh auf. Wo bist du? Temperatur hattest du mit so einem Ding, ne? Wie alt bist du? Ja. Okay. Huch. Wie alt bist du? Was haben wir auf? Klonk, klonk. Bewegungssensor. Was war das für ein Geräusch, mit dem er gerade gemacht hat? Also Geisterbox bisher noch nicht reagiert. Okay. Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Nein. Ah. Bist du hier? Er geht auf Einzelpersonen, aber ich habe schon ein paar Mal gefragt. So, ein Bewegungssensor habe ich schon an die Wand gemacht. Ist der für die Nebenaufgabe? Ah ja, sehr gut. Ja. Und ein Kruzi habe ich auch schon reingebracht. Okay. Das sieht doch schon ganz, ganz gut. So. Wir sind jetzt bei 75. Okay. Oh, der Flur. Nein, der Flur ist warm. Sehr gut. Okay, wir bräuchten noch ein. Ja, den Rest. Ich habe noch ein zweites Kruzi mit und noch eine zweite Bewegung. Okay, bring bloß keine Beweisgeber mit rein, weil die brauchen wir ja nicht. Fünfer EMF. Okay, ist doch schon mal ein Anfang. Wieso, wir brauchen gar keine Sachen mit reinnehmen. Der macht das schon von alleine, der Geist. Er ist halbwegs aktiv. Es könnte vielleicht sowas in Richtung Oni oder Poltergeist sein. Ja, EMF haben wir schon mal. Poltergeist. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Buch haben wir? Ja, hat ins Buch geschreibt. Dann ist es Myling, Spirit oder Shade. Okay. Bitte nicht schon wieder ein Shade. Bewegungssensor haben wir. Tachi hast du dabei, ne? Hast du schon eine Kamera oben? Ja, ich habe eine in der Hand gerade und gucke, ob ich einen Dots kriege. Kann es dort noch ein Dots sein? Ich weiß nicht, ob es ein Shade. Ich hoffe nicht, die Shades sind immer langweilig. Ich bring noch eine zweite Kamera mal mit. Jo, mach das. Und noch einen zweiten. Was haben wir denn noch? Also, wir hatten EMF und wir haben Buch. Buch, genau. So, Shade Millings, Spirit. Spirit. Ich kann mal mit. Wo hast denn du da die Kamera hingelegt? Spirit wäre Box. Die Kamera habe ich in der Hand. Achso. Shade ist Gefrier. Ha. Ist ein Slimer. Na, wer weiß. Und Mülling ist Finger. Okay, dann kann es schon mal kein Dings mehr sein. Brauche ich die Kamera auch nicht mehr so. Tschüss. Hi. Kann doch nicht immer die Tür antatschen, wenn ich da. Oh, Fingerabdrücke, Fingerabdrücke! Link. Yay. Sehr schön. Was war das denn? Spirit oder so? Nee. Keine Willing? Ahnung. Willing. Ah, gibt paranormale Geräusche von sich. Ich habe so ein Ding gehört, was ich sonst nie höre. Insofern kann es das gewesen sein. Fingerabdrücke. Mühling. Okay. Ich gehe mal hier unten. Genau, Knochen und das verfluchte Objekt müssen wir noch suchen. Ja, vielleicht soll ich noch eine Kamera mitnehmen, das wäre ganz nett. Ja, das wäre auf jeden Fall was. Muss ich mal gerade zum Van laufen. Jo. Ich gucke hier oben gerade noch fertig, aber da ist, glaube ich, nichts. Wow, du bist bei 49%. Und insgesamt sind wir bei 57. Okay, dann werde ich noch. Ich nehme jetzt einmal Pillen, ja, oder? Ja, ich meine, wir müssen zwar auf. Zwar jetzt nicht. Ja, doch, es lohnt sich schon. Wir können zwar auf 25% runterkommen als Nebenaufgabe, aber das machen wir dann, wenn am Schluss. Am Schluss, genau. Was habe ich denn noch dabei? Brauche ich nicht mehr. Gehen wir jetzt mal
gehe ich jetzt mal hier Gegenstände suchen. Genau, dann gehst du nach links und ich gehe mal gerade. Oder, achso. Achso, ja. Ne, mir ist egal. Nee, ich habe gerade die Sicherung getötet. Das ist schade. Das ist beschade, finde ich auch. Das ist beschade, genau. Dann muss wir sie wieder anmachen. Oh, wir haben ein Viva. Viva-la-Brett. Ah, cool. Ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Aber zumindest haben wir es schon mal. Ich mache dann gleich die Sicherung auch nochmal an. Die Knochen lagen im Prinzip nur auf dem Boden oder so, ne? Genau. So konnten die auch auf dem Tisch oder so. Nee, ja, auf dem Tisch geht auch. Meistens auf dem Boden, aber Tisch. Ich bin gerade dabei. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Warum nicht? Weil ich nicht alles auf einmal machen kann. Das ist eine ganz einfache Antwort auf eine ganz einfache Frage. Warum nicht, Venandi? Tja, frag meine Frau. Der habe ich das gerade gesagt, die kann dir es dann sagen. Weil er mich nicht liebt, das ist die Antwort. Deine Mutter liebt dich nicht. So, jetzt habe ich sie gegeben. Ha. Hm, Knochen habe ich auch noch nicht gefunden. Ich war jetzt auch an den Stellen, an denen du schon warst. Ja, ja, stille Post, das ist richtig. So, ich beschließe, dass der Knochen jetzt hier drin ist. Im Bad? Oder was? Im Werkraum, aber... Richtig, ich kann es nicht. Ein Knochen, ein Knochen. Möchtest du ihn haben? Ja. Was ist das denn, ein Schulterblatt? Oh, du darfst ihn einstecken. Ich hab's fotografiert. Okay. So. Eine schöne Axt rum. Das ist doch schön für... Das heißt, ich kann dich damit jetzt abschlagen. Probier es doch. Ich wette, du kannst es nicht. Haha. Du bist immer so gemein zu mir. Nee, du willst mich abschlachten. Und ich habe nur gesagt, du kannst es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht darfst. So. Hallo, Geist. Ich würde sagen, hier schwebt eine Axt, aber die Axt steckt im Holz. Okay. Der Geist war da. Findest du? Mit ein bisschen Glück habe ich ein Foto gekriegt. Ich habe ein Dreierfoto vom Geist gekriegt. Ich bin raus hier. Yay. Willst du dann überhaupt die 25% machen? Ich weiß es nicht. Es ist halt ein Risiko hier auf der Karte, weil die so klein ist. Und ich mag ja die kleinen Karten auch nicht so gerne, um irgendwelche... Sachen zu machen. Cool, ich habe noch eine Interaktion gekriegt dafür, dass ich dich fotografiert habe. Stimmt, die Einser-Interaktion. Geist, Interaktion, Interaktion, Fingerabdrücke, Knochen, Ouija. Wir haben ganz schön abgesandt, würde ich sagen. Also. Mhm. Was haben wir denn? Geist mal. Ja, warte, bei Preis. Ah ja, jetzt habe ich eingeloggt. Ach, Moment. Komm. Ach komm, was? Oder? Sag ich doch. Ich meine, du kannst gerne reingehen und warten, bis deine Sanity auf Null ist. Hast du eingeloggt? Ja, habe ich. Ah. Das war doch eine erfolgreiche Runde. Mhm. Ich hatte ungefähr eine Viertelsekunde Zeit, um abzudrücken beim Fotoapparat. Das hat gerade so geklappt. So, wo willst du jetzt hin? Was meinst du eigentlich mit Kackstift malt, Venandi? Was? Du willst die Highschool? Okay, das hat mir zu lange gedauert. Was? Du kriegst aus die Highschool, weil du dich nicht entschieden hast. Oh, verstehe. Okay. Aber wir müssen getrennt gehen, sonst dauert das ewig. Denk dran. Ja. So. Haben wir alles drin? Ich glaube schon. Gut. Ja,
Ja, die ersten Folgen Venali habe ich mich auch noch ganz schön gefürchtet in dem Spiel und es wurde dann immer besser. Mittlerweile bin ich immun gegen die Atmosphäre, bis auf den ein oder anderen Jumpscare, der mich dann doch nochmal dran kriegt. Aber so rein ins Haus reingehen und alles funktioniert mittlerweile. Total blöd. Jedes Mal, wenn wir, sobald wir eine Karte betreten, wird mein Bild wieder groß. Ah. Ich habe es jetzt kleinstellen können, wenn ich auf Pause gehe, aber trotzdem. Mhm. Schon wieder ist das fast dasselbe. Gut, hier ist es aber mit den Geisteszustand kein Problem. Kruzifix, Geisteszustand, ja, es ist geht sehr in die Richtung. Okay, die Sicherung ist rechts unter der Treppe. Okay. Ich gehe links. Okay, dann gehe ich rechts. Oh, ist das dunkel. Brauche ich ja jetzt schon die Nachtsicht. Was? Haben sie das geändert? Was? Man sieht ja fast gar nichts. Ja, es kann doch jetzt schon seit geraumer Zeit auf jeder Karte jedes Wetter vorkommen. Okay, bist du da? Ja. Rein? Ja. Alles klar. Oh, war das gerade laut, das Gewitter für mich irgendwie? Ja, es war für mich auch. Ich meine, es ist ein Donner. So, die Sicherung ist in 5, 4, 3, 2, 1, klick an. Yay! Okay. 18 Grad, das ist noch sehr warm. Collection of Totems via. Via? Was? Na, hier liegt ein Buch, wo was draufsteht. Okay. Collection of. Ich kann es nicht ganz richtig lesen, aber es sieht lustig aus. Es ist ein Lehrbuch. Biologie vielleicht? Nein? Mathematik? Nein, Bio nicht. Ein Telefon. Ja. Bei mir irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte oben gewesen sein. Ja, weil bei mir war es ja, Klang ist jetzt sehr nah. Okay. Und ich habe eine Tür gehört. Oder war das bei dir? Nee, ich habe keine Tür gehört. Dann komme ich mal auf deinen Flügel. Toilette ist auf und hatte gerade 5,4 kurz mit dem Parabol. Okay, Toilette kann es eigentlich nicht sein, wenn es die, wenn das Telefon war. Und offene Türen ist mittlerweile kein Indikator mehr für Geist. Ja, stimmt, da war was. Ich guck mal hier mit Thermometer. 5,4. Hast du ein Thermometer dabei? Nein. Okay, dann gucke ich mich mal hier um. Es könnte theoretisch auch oben sein. 22 Grad. Ja, der hier scheint es zu sein. Okay, da hat es unter 10. Auch, ich mach kurz nochmal Licht aus, dann kann ich gucken nach Orb. Hier schon mal Zeug holen. Ja, wir haben einen Orb. Yay! Er schwebt hier schön über den Regalen da hinten. Okay. Wie ist denn hier so? So, 5 Grad. Okay, ich gehe auch einmal gerade Stuff holen. Die schwarzen Lampen waren die guten und die silbernen waren die schlechten, oder? Die im mittleren Regal liegen. Die im unteren Regal, das sind die schlechten. Die liegen beide im mittleren Regal. Oh, dann die schwarzen. Ich würde ja sagen rechts, aber dann guckst du wieder links. Das ist Mobbing, was du machst. Nein, mache ich nicht. Ist es nicht, weil Mobbing braucht man mehrere Leute und so dick bin ich nur auch wieder nicht.
Nein, Mobbing kann man auch mit einzelnen Leuten machen. Ja. Nein, kann man nicht. Das ist schon in der Definition drin. Außerdem wollte ich dir nur einen nützlichen Tipp geben. Wenn du das als Mobbing auffasst oder als Beleidigung, dann kann ich dir auch nicht helfen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hat Venanli, der jünger ist als ich, uns einen Befehl erteilt. Wir dürfen uns nicht streiten. Er hat gesagt, Ruhe zusammen. Er mobbt uns jetzt. Okay, zum Glück. Danke. Welcher Raum war das denn? Der richtige. Nicht der hier. Den falschen. Wo ist denn der richtige? Dort, wo das Licht vielleicht an ist. So. Fingerabdruck habe ich schon mal nicht. Oh, hast du so gerade kalt? Nein. Doch, ich glaube, es ist kalt. Ja? Mhm. Nochmal kurz kontrollieren. Ja, minus 10 Grad. War der alleine? Ich habe jetzt gar nicht... Überblick. Reagiert auf alle. Okay. Was muss ich nochmal? V oder C? Müsste beides gehen. Bist du hier? Bist du hier? Ja, er ist Fahr. Oder sie. Hast du Angst vor der Box? Sie hat gesprochen. Ich weiß, ich hab's gehört. So, dann haben wir... Es kann noch ein Mimik sein, deswegen müssen wir aufpassen, weil ich habe ja den Orb gesehen, das heißt, wir müssen gucken. Echt? Wieso? Wir haben Box und Orb, dann warum... Und Gefriertemperaturen. Ein Mimik kann es nach den anderen Sachen auch noch sein, aber ein Mimik hat fälschlicherweise zeigt er noch einen Orb an. Das heißt, wir müssten gucken, ob es zum Beispiel noch ein Onryo sein könnte. Und ein Onryo hätte noch Geisterorb, Gefriertemperaturen. Ah nein, warte. Ich habe ein Onryo. Ja, wir müssen aber gucken, ob es nicht ein Mimik ist. Weil ein Mimik hat... Ein Mimik zeigt einen Orb an, auch wenn er nicht als Beweis gilt. Deswegen müssen wir nach Fingerabdrücken gucken. Also Fingerabdrücke hatte ich keine. Müssen wir ihn dazu bringen, dass er vielleicht nochmal die Tür antatscht. Touch die Tür an? Bewege etwas. Zeige etwas. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt er denn? Patricia Jones. Patricia Jones, erscheine uns. Aber nicht mir. Ich habe ein Zweierfoto vom Geist gekriegt. Das ist schön. Sie hat mich voll angehaut und sie hat noch niemals Finger abgedrückt. Da lass die blöde Kuh. Na, es gab nur Interaktion. Ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Hosenschisser. Die hat mich angekackt, ja. Du kannst sterben, ich will nicht sterben. Was denn? Ich sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Oh, ich habe die Lampe raus. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn? Ach, ein Baum. Patricia Jones, zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Patricia Jones, bitte tu etwas. Ich kann jetzt über die Kopfkamera zugucken. Oh, sie hat eine Lampe kaputt gemacht. Die blöde Kuh hat eine Lampe kaputt gemacht. Jetzt ist es dann permanent dunkel in diesem Raum. Aber immer noch keine Fingerabdrücke. Ja, möchtest du nochmal reingehen oder... Wir sind jetzt übrigens bei 58. Wieso? Ich kann mal was stopp. Zu viel Infos. Möchtest du noch mal reingehen? Warum? Fragezeichen. Um mir den Orb zu zeigen, der da im Zimmer ist. Durch deine Kopfkamera. Müsstest du ihn jetzt sogar sehen können. Ich sehe nichts. Hast du auf Nachtsicht umgeschaltet? Ja. Oh, da Geist? Ich weiß nicht, ob sie jagt. Ja, sie jagt.
Du musst gucken, wann die Dings rum ist. Ich habe jetzt Pillen genommen. Danke. Ich bin noch am Wegrennen. Ja. Okay, ich glaube, ich bin außer ihrer Reichweite. Ist vorbei. Okay. Komm dann erstmal raus. Ja, wir sind jetzt wieder bei über 70. So, was kann denn ein Onryo? Mal gerade was gucken. Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. In mehreren Berichten wurden Geisterkugeln in der Nähe von Mimix gesichtet. Boah, bei mir war überhaupt gar nicht Mimix zu sehen. Was, du meinst ein Orb? Hi, ich hatte halt... Marie 2007. Oh, cool. Ich sehe deinen Namen leider gerade sehr schlecht, weil ich das Spiel zu groß habe für meinen Bildschirm. So. Also ich habe jetzt einfach Onryo genommen, weil das war jetzt für mich am schlüssigsten eigentlich. Kruzifix, Geisteszustand, Bewegungssensor. Also so Bewegungssensor würde ich ja noch machen, ne? Ja, das ist von mir aus, können wir da nochmal reingehen. Warte. Kruzifix. Kannst du zwei Kruzifixe mitnehmen? Achso, ich wollte, dann nimm du Bewegungssensoren mit? Ja, nehme ich zwei Bewegungssensoren mit und nimmst beide Kruzifixe mit. Okay. Genau. Ich finde das jetzt saudunkel. Das haben die geändert, ne? Immer noch. Das Wetter ist zufällig und das Wetter bestimmt natürlich auch die Helligkeit auf der Karte. Wetter. Nein, weil die Karte bei mir auch sehr, sehr dunkel ist. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Es hängt auch am Wetter. Echt? Ja, klar. Also bei Regen ist es halt dunkler. Und das ist halt eine große Karte mit einem großen Außenareal. Da fällt das nochmal mehr auf, weil auch keine Straßenbeleuchtung oder irgendwas da ist. Ich hab's Licht angemacht. Ja, das ist gut. Im Flur. Ja, im Raum selbst kann man es nicht mehr anmachen, da ist es kaputt. Liegt dann direkt eins hier vorm Pult. Und eins hier hinten hin. Aber theoretisch können wir ja auch hier jetzt die 25% okay machen. Genau, die Karte ist groß genug dafür. Genau. Wo hast du die Kruzis? Ich kann theoretisch Kruzi machen. Da ist ein Kruzi, ja. Und das andere genau, liegt. Hinten habe ich eins. Keine Ahnung, ob das. Ja. Huch. Na. Nein! Ich will es auf den Tisch schmeißen. Jetzt. Hey, es ist durchgefallen. Ja, es ist ja auch ein Klassenraum und hat wahrscheinlich nicht gelernt. Oh, so funny. Ich weiß. So, ich jag dich jetzt da. Oh nein. Oh, warte, ich kann ja auch rennen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nee, weil ich habe vergessen, Rennen zu drücken. Außerdem renne ich effektiver als wie du. Also renne ich effektiver als du. Du bist auch schlimm. Ganz ja schlimm. Das ist doch toll. Wenn wir beide so schlimm sind, passt Tür das zu doch. Ja, 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 ja. Ich muss erst mal gucken, welche Tasten ich hier nochmal drücken muss für Türen. Oh, das hört sich ziemlich nah an. Ja, wenn es aber noch dein Raum ist, dann... Ich bin gut versteckt. Und lass mich mal mit. Hi. Hey. Na du? Nasi. Dein Hals ist wirklich sehr überdehnt. Ja, deiner ist so
Psst. Jagd. Taschenlampe aus. Ich glaube, sie ist ganz weit weg. Meinst du, das ist vorbei? Ja, ich bleib jetzt einfach hier sitzen, bis wir die unter 25% haben und dann gehe ich raus. Unabhängig von Kruzifix oder nicht. Stimmt, wir können das ja jetzt im Buch sehen, ne? Ja, natürlich. Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht. Wo steht denn das aber da? Bei Überblick, da steht ja auch der Name des Geistes und reagiert auf und so weiter. Ja. Gute Gelegenheit, um ein Croissant zu essen. Ah ja. Einen Jagertee. Ich könnte später noch ein Likörchen trinken, aber erst wenn ich offstream bin. Mann, wie lange dauert es denn, bis wir hier die Aufgabe haben? Hm. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob mein Shit funktioniert. Trink mit mir. Bin so allein. Trink mit mir. Wir müssen besoffen sein. Später. Ich muss ja morgen früh nicht aufstehen, zum Glück. Ich muss ja morgen früh nicht aufstehen. Du musst morgen früh auch nicht aufstehen? Doch, muss ich. Ich muss zwischen 7:30 und 9 beim Arzt sein, um echt? Mein Rezept und alles abzuholen. Oh, das ist natürlich sehr bedauerlich. Beginnen Sie mit den Dreharbeiten von Ghost-Interaktionen? Mehr Beweise? Kaufen Sie mehr Geräte? Soundrekord? Neue Outfits. Was? Wenn Nani steht um 5 Uhr auf. Wir haben Kruzi abgehakt. Echt? Oh, nice. 5 Uhr aufstehen. Tödlich. 5 Uhr aufstehen? Ja, es gibt Tage, da bin ich erst um die Zeit im Bett. Wobei das in letzter Zeit selten vorkommt. Ich hatte das Thema vorhin schon mit Frau Nachbarin. Das ist wirklich eine sehr, sehr undankbare frühe Zeit. Zumindest mal für mich. Es gibt Leute, die stehen gerne früh auf. Mhm. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich auch nicht. Früh aufstehen ist überhaupt nichts für mich. Aufstehen ist überhaupt nichts für dich. Was? Aufstehen ist überhaupt nichts für dich. Für mich manchmal auch nicht. Ja, aber wo ich früh Frühdienste gemacht hatte, musste ich um 4 aufstehen und das war mörderisch. Wie lange dauert denn das hier mit dem Geisteszustand? Das ist ja furchtbar. Haben wir. Ja, cool. Jagt die denn dann jetzt? Hoffentlich nicht. Ich stich nochmal auf. Hilfe, warte auf mich. Mit Steuerung. Ja, da bist du. Da. Selbst wenn sie jetzt noch gejagt hätte, ich glaube nicht, dass sie bis zu dir gekommen wäre. Nee, ich glaube auch nicht. So, das hat wenigstens mal gut geklappt. Ja, wir sind beide raus und haben alle Aufgaben gemacht. Ja, wir haben sogar ein Geisterfoto. Das ist zwar nur ein Einserfoto und man sieht wie immer den Geist nicht da drauf. Aber immerhin. Ich muss mir mal die Bilder angucken. Ich guck mal gerade. Ja, es ist unscharf und... Ich
wünschte, man könnte auf den Geisterfotos die Geister wirklich auch mal besser erkennen, aber das ist echt, das haben sie leider ein bisschen vergeigt. Ja. Finde ich auch sehr schade. Was hatten wir jetzt gesagt? Onrion, ne? Ich glaube, ja. Ja. Dann lass es uns mal probieren, oder? Ja. So. Klick. Wow, du bist bei 5%. Wieso bin ich bei 49? Ich habe keine Pillen genommen. Ach so, okay. Okay, Onrio war richtig. Wenn ich im Bildschirm wechsle, geht das Bild wieder in Ursprungmodus zurück. Ja, der justiert das dann immer nach. Es gibt solche Funktionen. Kann man das nicht irgendwie in... gibt es nicht eine Einstellung, wo ich das kleiner machen kann? In... Meinst du im Spiel selbst? Ja, dass ich das Bild an sich kleiner einstellen kann. Das gibt es ja... Das geht in Optionen, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie man hinkommt ohne... Ich würde mal einmal kurz rausgehen und da Optionen reinmachen. Muss das jetzt sein, oder? Ja, weil das macht mich wahnsinnig, dass es immer hin und her springt, weil ich meinen Chat gar nicht sehen kann dann. Und ich habe ja jetzt gerade mal eine Zuschauerin gehabt, die ich noch nicht hatte vorher. Das stimmt. PC einstellen. Ich wähle schon mal einen Job aus. Hat's geklappt? Jupp. Schön. Wie war das? Naja. Ich sehe zwar jetzt die Namen immer noch nicht so richtig im Chat, aber... Es ist ein bisschen besser. Zumindest kann ich sehen, dass da jemand vernünftig schreibt jetzt. Mhm. Okay. So. Bereit. Sehr schön. Ich würde sagen, noch mindestens diese und eine weitere Runde und dann gucken wir mal, wie lange wir noch Lust haben oder so. Ja, das klingt doch gut. Wie lange bin ich eigentlich jetzt schon online? Oh, immerhin so 3 Stunden. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt vernünftig. Ja, gute Frage. Nichts ist vernünftig. Was nehme ich denn da jetzt noch mit? Oh, ich nehme mal Temperatur heute mit. Temperatur. Ja, ich nehme die Temperatur mit. Du hast mich voll verstanden. Das heißt, du bist der Geist, weil du mir die Temperatur klaust? Ja! Unten im Keller ist die Sicherung. Na, soll ich dich mal runterschicken? Was? Soll ich dich mal runterschicken, die Sicherung zu machen? Ich gehe schon. Echt? Aber wenn du willst. Ja, so langsam. Ich habe die Tür verkehrt rum aufgedrückt. Das passiert öfters am Anfang. Wo ist denn hier der Keller? Da ist der Keller und da ist die Sicherung. Muss ganz um die Ecke. Memme hier. Hey. Ich weiß nicht, ob ich hier nur Memme wäre. Naja, früher warst du eine. Mittlerweile scheint es zu gehen. Nein. Es gab andere Memmen, die waren memmiger als ich, ja? Ja, aber du warst am Anfang auch schon... Ich kann nicht alleine gehen! Ne? Lass dich gleich nochmal schreien wie eine Frau, ja? Also. Mhm, versuch's. Sei lieb zu mir. Versuch's on stream, wenn du das Echo vertragen kannst. Wobei, vielleicht bringt das Viewer. Ja, wer weiß. Ich kann ja mal... Alles Clickbait und so ein Scheiß. Genau, ich kann ja mal meinen Titel "Ich schreie heute wie ein Mädchen" schreiben. Ich habe gerade hier unten 3,3 vom Parabolmikrofon gehabt. Hast du irgendwas gemacht? Hast du gerade den Lichtschalter umgelegt? Ja, aber dann habe ich mal 1,3, 1,5, aber ich hatte gerade... Nein, ich habe dich gerade gefragt, weil ich gerade das Klicken eines Lichtschalters gehört habe, deswegen... Achso, ich habe Licht angemacht, ja. Okay. Jetzt habe ich ausgemacht. Okay. Also hier habe ich immer... Hier im Raum habe ich... Hier ist aber zu warm. Ich habe ja Temperatur. Mhm. Geh mal nach oben, vielleicht ist es ja auch oben. Ja, mach mal. Ich habe durchgeguckt, aber habe noch nichts gesehen. Es kann auch sein, dass ich übersehen habe.
gucke ich mal im Keller. Wer weiß, ob er nicht da rumguckt. Wir haben einen Kellergeist. Wir haben einen Kellergeist. Ich war doch gerade unten, da war nichts. Da ist vielleicht noch zu warm. Das kann sein. Okay, auf jeden Fall ist hier schon mal schön kühl. Ja, ich habe den Geist voll im Blick. Ich mach mal noch mal Licht aus. Ah, jemand die Treppe rauf und runter gegangen? Okay. Irgendwie hat die Treppe gerade geknarzt. Ach so, das passiert öfters. Das habe ich normalerweise, nehme ich das nicht so als Beweis wahr. Okay, dachte. Weil halt ein Haus generell knarzt. Du leuchtest leider gerade. Aber ich sehe hier keinen. Ich gehe schon mal Sachen holen. Ja, ich komme auch gleich. Also ich habe jetzt auch keinen Orb gesehen bisher. Wo ist denn... Ach, da. Orientierung ist bei mir mal wieder... Nicht vorhanden. Immer siehst du alles so negativ. Nein, ich bin nur Realist. Ich lebe in einer gewaltvollen Beziehung. Das sagst du schon wieder. Das sagst du jeden Tag. Ich glaube, ich muss dich noch mal ein bisschen klopfen, damit du vernünftig wirst. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? 5er EMF. Wo bist du? Will nicht. Reagiert nur auf Einzelpersonen. Oh ja, klopf mich. Das kam jetzt etwas anderes rüber. Ja, wer weiß, ob hier so nicht drauf steht, ne? Aber das ist ein Geheimnis zwischen ihr und mir. Hast du das Buch schon abgelegt unten? Ein Buch habe ich abgelegt, ja. Okay. So, wir hatten jetzt auf jeden Fall 5er EMF. Das kann man schon mal eintragen. Uzi, Jagd und Event haben wir, okay. Das mit der Jagd ist doof auf der Karte. Eine Kassette, wollte ich sagen. Eine Kamera unten? Eine habe ich unten hingestellt. Kann man gleich noch nach einem Dots gucken. Ja. Nimm mal Salz mit. Sehen wir mal, wo das vielleicht rumläuft. Wie war das so? Nein. Wir wissen ja bereits, warum da ein Fuchs ist. Oh ja, das wissen wir. Oh, es ist mal wieder kalt. Gin Shade Oni Twins. Victor und Charlotte. Na, wie viel Flaut. Na, jetzt will er gerade nicht so durch. Und warte nochmal Licht an. Wir sind bei 64% im Durchschnitt. Okay. Willst du einmal schlucken für alle Fälle? Soll ich das schlucken? Ja, sollst du. Ich höre das, wenn du im Van bist und Pillen nimmst. Sehr faszinierend. Wow. Bisher haben wir noch keinen Dots. Was hattest du jetzt vorhin? EMF und Gefrier haben wir. Bisher ist er nicht durchs Salz gerannt. Ja, vielleicht ist er in einem anderen Raum drin. Oh, jetzt haben wir einen. Oder so sehe ich auch nicht. Schritt. Okay, haben wir was? Aber Gefrier haben wir da. Also er scheint eher so im anderen Raum zu sein, aber da ist er zumindest mal durchs Salz gerannt. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Ich gucke gerade mal hier den Dots an. Aber da habe ich jetzt auch noch nichts. Ich bringe den Dots mal gerade. Ach so. Wir bräuchten auch noch vielleicht eine zweite Kamera, den zweiten Dots und alles. Also das können wir gerne uns alles mal noch holen. FSK 18. Ja, das muss ich manchmal tatsächlich, müsste ich das anmachen. Gerade wenn ich DVD spiele. Aber bisher hat Twitch noch nicht gestört. Zweites Buch und eine zweite Kamera bringst du, das ist gut. Ja, ich schluck auch immer gerade Pillen. Ich hab,
Doch, ich habe Pillen genommen, ne? Ja, sind uns noch zwei da. Ja, ja. Ach, du bist wieder auf 100. Ja, da haben wir noch mal genug. Oh, jetzt haben wir hier überall Fußabdrücke im hinteren Bereich. Mhm. Was will ich noch mitnehmen? Habe ich noch Platz? So, nehmen wir das zweite Kreuz hier mit. Ich pack eins aber wieder hier vorne hin. Ein was? Ein Dots, wo die Fußabdrücke jetzt waren. Ja, genau, ein. Ja, ja. Genau, und eine Kamera habe ich neben rechts, links neben die Tür direkt reingestellt, auch auf das Dots gerichtet. Ruf mich mal ein bisschen mehr in den Raum. Ah ja, okay. Alter! Der hat irgendwas geworfen, kann das sein? Yep. Ich will das fotografieren. Och, ich krieg bestimmt eine Interaktion, wenn ich. Jetzt habe ich einen Schritt fotografiert. Jetzt habe ich den Schritt des Geistes fotografiert. No. Na, noch zwei Interaktionen. So. War da jetzt gerade. Hä, wieso hat die Kamera sich geändert? Ich habe eine Kamera jetzt gerade wieder in der Hand. Ah, okay. Ich wollte nämlich sagen, ich habe doch die Kamera gehabt. Nein, falscher Knopf. Was wollte ich denn machen? Na? Gut, du bist ja an Dots am Gucken, oder? Ja, aber du hast ja den anderen jetzt weggenommen von innen. Aber, oder? Nein, innen habe ich den dran gelassen. Echt? Den auf den auf dem Ständer, den habe ich die Kamera habe ich gelassen. Ah, okay, wo ist denn die dann? Hoch haben wir noch okay, nicht. Da. Ich muss das mal Licht anmachen. Geisterbox. Da liegt die Geisterbox. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, du touchst gerade so viel an. Haben wir schon eine Touchy-Lampe hier unten? Nö, ich könnte aber mal eine reinbringen. Das wäre ganz cool, weil ich habe auch noch nicht dran gedacht. Oh, wie alt bist du? Hier? Nee, bring erstmal eine Touchy. Eher früher als später. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ja, weil die halten nicht mehr so lange, die Dinger. Ach, ich kann einfach auf gut Glück ein Foto machen. Ah, siehst du, ich habe Fingerabdrücke fotografiert. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Jetzt, wo ich die Touchy runterbringe. Du kannst sie gerne dir noch angucken, sie sind an der Tür. Oh. Ich sehe sie gar nicht. Geh mal einen Schritt zurück. Ja, jetzt sehe ich sie. Jetzt. Perfekt. So, dann haben wir ja alles. Ja, müssten wir eigentlich nur noch mal durchs Haus gehen und gucken nach dem Knochi. Ja, genau. Ich trage gerade noch einen Fingerabdruck und dann ist es ein Djinn. Das heißt, wenn wir eben den Strom abschalten, hat er keine Chance. Wir haben das, den verfluchten Gegenstand auch noch nicht, ne? Genau. Den wollte ich auch noch suchen. Hier schon Licht an und man sieht trotzdem nichts. Ey. Ich hol mal noch die dritte Fotokamera. Da. Nee. Ah. Ein Knochen. Darf ich ihn gerade fotografieren und einsammeln? Ah, du hast... Okay. Ja, du kannst auch sagen, nein. Ich komme vorbei. Nein, du kannst ruhig. Aber du findest immer die Sahne, die ist voll fies. Das ist jahrelange Phasmophobia-Erfahrung.
Verfluchter Gegenstand, wo bist du? Versteckmöglichkeiten. Dass sie die ganzen Versteckmöglichkeiten zugemacht haben, finde ich auch nicht so toll. Da hätten sie ruhig gerade auf Fortgeschritten noch ein paar mehr lassen können. Ich finde, das ist schon sehr, sehr eingeengt auch. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich auch. Was ist das denn? Ah, das ist die Kamera. Bisher leider auch nicht. Juhu! Ach, hier steht. Psst. Oh, es war nur eine Erscheinung. Und ich habe die Spielbox unten. Ich habe ein Geisterfoto. Wo habe ich denn ein Geisterfoto? Okay. Du hast die Spieluhr? Ja, die steht hier. Ich sehe sie nicht. Hier neben den grünen Topf. Ah ja, da. Ah, cool. Möchtest du sie benutzen, wenn ich draußen bin? Nein. Also ich habe mir das mal durchgelesen, aber so ganz habe ich es nicht verstanden. Du kannst den Geist irgendwie dazu bringen, zu erscheinen. Und das Lied muss aber fertig spielen, sonst triggert das eine Jagd. Und wenn der Geist kommt auf einen zu, denjenigen, der die Box hat, und wenn er ihn erreicht, dann fängt eine Jagd an. Oder wenn man die Box halt in der Zeit irgendwie fallen lässt. Irgendwie so. Genau. Kommt der Geist dann von dem Spawnpunkt, wo er regulär ist in dem Zimmer? Oder? Oh, wie war das denn nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Ich muss es mir in der Tat nochmal durchlesen, damit ich es genau weiß. Na gut, ich habe ein Geisterfoto. Das musst du dir in der Lobby mal angucken. Ich weiß nicht, wo da der Geist zu sehen ist. Vielleicht unten rechts. Ich habe keine Ahnung. Noch ein Geist. Ja, man darf es sich aussuchen. Da ist so ein Schatten, aber das könnte auch dein Schatten sein. Warte, ich gehe nochmal rein. Wir haben 44. Warte, ich gehe gleich nochmal rein. Und guck mir denselben. Was? 44% nur noch, also. Jetzt gucke ich nochmal durch denselben Winkel. Jetzt ist natürlich das Licht aus. Bleib du am besten mal kurz draußen oder so. Ach, ist natürlich. Ja, sperr mich ruhig aus. Ach, du bist immer so doof. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Unterhalb der Lampe. Ich bin mir nicht sicher, da stehen so Kisten, aber die sehen anders aus. Und die sind auch ein bisschen weiter hin. Also ich behaupte, dieser Schatten ist der Geist. Ja, das kann ja gut sein, weil was anderes würde eigentlich keinen Sinn machen. Na gut. Dann würde ich behaupten... Also keine Spieluhr ausprobieren? Ach, willst du... Ach so, wenn du das willst, ja, ich habe Sachen reingelegt. Ich möchte ungern nochmal sterben. So, wenn du willst, kannst du das gerne machen. Was hatten wir jetzt alles nochmal? EMF, Gefrier und Finger, ne? Ja, du hast das Thema so schnell gewechselt. Das hat mich voll irritiert. Wolltest du sie ausprobieren? Nee, ich will nicht sterben. Hi. Ich habe Angst vor Sterben. Das ist okay. Ich habe halt alle Gegenstände reingelegt und ich will nicht nochmal riskieren zu sterben. Bei dir wäre es halt egal, weil du hast ja Dings. Aber ich will dir das nicht zumuten, wenn du nicht willst. Hosenschisser. Das sind... Nein. Sollen wir fahren? Da, Hosenscheiße. Da. Ich ignoriere dich. Sollen wir fahren? Ja. Okay. Hosenscheiße. Du bist ja selber ein Hosenscheißer. Du hast so viel Geld und trotzdem willst du nicht sterben. Ja, aber ich muss, du musst nichts nachkaufen, wenn du stirbst. Ja, aber ich bin in meiner ersten Runde schon gestorben, weil ich einen verfluchten Gegenstand für meinen hochgeschätzten und treuen Viewer Velandi benutzt habe. Aber das ist doch nicht mein Problem, das ist dein Problem. Das ist doch kein Problem, ich habe das. Für ihn sterbe ich gerne, für dich nicht. So, Prioritäten. So, eine letzte Karte, welche willst du? Doch, jetzt habe ich ganz viel Zeug reingetan. Cool. Weiß nicht, was haben wir denn? Tanglewood, Ridgeview, Bleasdale, Grafton, Edgefield, Prison, Asylum. Campingplatz, Willow Street, Brownstone High School. Sollen wir den Campingplatz nochmal probieren? Wenn du möchtest.
Jetzt habe ich auch Sachen reingemacht, weil noch so viel gefehlt hat irgendwie. Dann dürfen wir beide nicht sterben. Und jetzt beide tot. Ah! Ich habe vergessen, mein Spiel auf Phasma zu ändern. Ah, direkt rechts hinter der Bad ist. Oh, ich hasse OBS. So, warum erkennt OBS nicht automatisch, welches Spiel man laufen hat? Weiß ich nicht. Ah, so. Jetzt ist mir die Schlüssel kalt und ich gehe raus. Okay, es regnet, du wirst nass. Rein. Okay. Mach Licht an. Okay. Ja, es ist sehr dunkel, da hole ich lieber gleich eine Taschenlampe mit. Ist an. So. Die Leute haben sich hier noch die Zähne geputzt und sind fluchtartig. Also es ist hier recht kühl, aber das hat nichts zu bedeuten auf dieser Karte. Das ist ein bisschen das Problem. 2,8 Grad. Oh. Hier am Anfang in diesem Zelt. Entschuldigung, ich hab dich nicht verstanden. Der Donner war so laut. Ich verstehe dich nicht, der Donner ist so laut. Ich habe hier am Anfang schon recht niedrige Temperaturen. Oh ja, ich habe hier 3,3 mit dem Parabol. 2,6, das blaue Zelt hier. Hm. Oh, war das nicht hier, wo die Lampe kaputt gegangen ist? Es gehen können mehrere Lampen kaputt gehen. In dem Zelt ist mir noch keine kaputt gegangen, aber es kann immer... Kuka und ich, als wir uns hier versteckt haben. Ah. Okay. Ich würde hier mal... Ja, genau. Okay, ich suche mal noch ein bisschen rum, weil hier einen Geist zu finden ist nicht so einfach, finde ich. Du hast doch gar kein Licht angemacht. Ich habe Strom angemacht, das reicht ja wohl. Hast du gerade ein Zelt aufgemacht, oder? Nein. Okay. Hm. Hier liegt ein Kuschelhase. Das ist wärmer. Meine Fresse, wie kann man denn stampfen, wie laut? Hm. Ich meine, du kennst... noch Marshmallows. Hast du ein Thermometer dabei? Nö, ich hab nur mein Parabol. Okay. Aber ich hatte jetzt an dem blauen Zelt vorne halt Ausschlag bisher, sonst noch gar nicht. Mhm. Du kannst die Zelte auch alle aufmachen, das weißt du, oder? Weil es wäre... Es ist sinnvoll, da reinzugucken. Was? Aber da könnte was drin sein, was mir nicht gefällt. Dieser formschöne Teller, der ist ganz hübsch. Also hier ist es bisher noch wärmer als am Anfangszelt. Immer an diesen Pfosten, an den Holzpfosten. Ja, ich grad, aber ich finde ihn gerade nicht. Warte, ich mach einen an. Ne, hier ist... Warte, wo ist er denn? Da war ja nämlich immer hier eigentlich. Hier ist einer, aber es kann sein, dass vorne dran noch einer war.
Ich mach vorne dran auch noch, den werde ich auch noch finden. Da. So. 13. Ich habe noch nie, glaube ich, einen in dieser Hütte gehabt, oder? Hatte ich einmal einen. Echt? Ja, in derselben Runde habe ich da einen Orb gehabt, den ich mit bloßem Auge bei Licht sehen konnte. Der war etwas buggy. Na, ist die tolle Jason-Maske noch da drin? Yep. Sehr schön. Ich glaube, der Geist ist wirklich vorne. Also hier habe ich bisher noch gar nichts. Ich gucke noch einmal ins Haus rein. Ah, ich hatte sogar schon zweimal einen im Haus, glaube ich. Einmal oben und einmal unten einen. Ich will aufmachen. Oh. Ich hab... Ja. So, Licht. Nicht so viele Lichter anmachen. Nicht, dass die Sicherung doch noch durchknallt. Hier hat man wenigstens anständige Temperaturen, wo man besser unterscheiden kann. So, hier lasse ich das Licht jetzt kurz aus für die halbe Minute, die wir hier sind. Nö, hier ist es zu warm. Ja, aber Knochen ist auch nicht da oben? Ich habe jetzt keinen gesehen. Ich habe zugegebenermaßen nicht geguckt, aber mir ist jetzt auch nichts aufgefallen. Achso, nee, ich gucke die ganze Zeit schon nach Knochen. Ich gehe vorne nochmal hin. Ja. Hier. Also hier habe ich jetzt auch nichts gefunden. Wow, die haben so einen uralten Rechner. Ist das ein Cefi? Nee, ist kein Cefi. So eine Art Amiga ist das. Das ist ja mal cool. Ich will auch wieder ein Amiga haben. Das war ein tolles Gerät. Also ich habe hier jetzt wieder bei dem blauen Zelt 2,7 vom Parabol. Du kannst ja mal mit einer Handcam, obwohl, das mache ich gleich. Im Zelt selber habe ich nichts. Es kann auch vorne dran sein. Ich guck da gleich mal nach dem Orb in der Nähe. War da was? Es hat irgendwas Glück gemacht. Hier kann das. Es war ja EMF haben wir hier auf dem Tisch. Oh, minus 7 Grad. Mittlerweile ist es hier sehr kalt. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo. Hier in dem Bereich vorne ist kalt, sehr kalt. Sehr, sehr, sehr kalt. Leg mal die Box hier hin, das können wir dann gleich nochmal machen. Oder du machst es jetzt, wie du willst. Guck mal bitte gerade nach der Sanity. Wir sind bei 61. Okay. Soll ich Pillen nehmen? Wie viel hast denn du? Zwischen 62 und 67. Ja, dann lohnt sich's. Also ein Orb. Ich bin bei 83. Das ist gut. Ich nehme auch gleich welche. Zweier EMF. Also einen Orb sehe ich bisher nicht. Okay. Sehe ich auch nicht. Ich hatte natürlich keine Dings dabei. Ich lege das EMF mal auf den Boden, das ist vielleicht ein kleines bisschen zentraler. Also, wir haben Beweis, Gefrier. Das ist schon mal was. Ja, das lohnt sich. Eine Kamera. Ich probiere mal Geisterbox. Ich glaube, die Kamera, die ich hingelegt habe, die ist nicht so prickelnd. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Hier hatten wir jetzt noch. Bist du ein Kind? Ja, hatten wir. Bist du alt? Bist du blöd? Okay. Also, Geisterbox bisher nichts.
So. Lichtschalter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hier nach Fingerabdrücken suchen soll. Vielleicht auf den... Zelt? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Und halt der Lichtschalter hier, aber so viel gibt's hier nicht. Also auf jeden Fall ist da mal bisher noch nichts. Okay, ich habe die Kamera nochmal ein bisschen runter wegen dem Dots hingestellt. Mhm. So. Ich hole auch gleich noch eine Kamera auf dem Stativ und das Feld geht gerade aus. Okay, sehr gut. Aber dort sehe ich nicht. Der Zelt geht auf, ist sehr gut, weil dann kann ich gleich nach Fingerabdrücken gucken. Keine Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke. So, dann mache ich nochmal Licht aus. Da können wir nochmal ein bisschen mit beiden Kameras gucken. So, ich habe eine andere Kamera aufgestellt. Mhm. Ah, ja, da sieht man vielleicht mehr. Da ist ein Orb. Wo? Oder? Wo denn? Warte, ich gucke. Ich hatte eben was, das hat sehr schummrig ausgesehen vor dem Zelt, aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Das sah so ein bisschen aus wie im Orb, aber ich glaube, da ist einer. Gehe ich mal rein und drehe die kleine sind mehrere. Kamera, die ich da habe. Dort, wo du jetzt hinleuchtest, so in dem Bereich, habe ich das gesehen. Ich hoffe, die Kamera steht richtig. Die steht richtig schlecht. Sie steht so. Nee, nicht die, warte. Die nicht. Das ist gerade die, die du gestellt hast. Das ist die andere. Nee, die habe ich gestellt. Ah, siehst du da einen Orb? Ja! Da ist der Orb. Also auf jeden Fall ein Orb. Wir müssen wieder auf Mimic aufpassen. So. EMF. Wir haben bis jetzt nur Gefriertemperatur, oder? Gefriertemperatur und Orb halt. Je nachdem. Jetzt sehe ich auch was im Zelt. Das sind mehrere Punkte, glaube ich. Und das ist das, was das komisch ist. Mhm. Warte. Genau, das deutet für ein Mimik. Auf ein Mimik. Hin. So. Aber jetzt sehe ich, also es ist ein großer. Und dann haben wir die Blätter da von diesem Ast. Ja. Ich leuchte mal ins Zelt rein. Da ist nämlich ein Orb zu sehen. Warte. Der schwebt da wunderschön rum. Den sehe ich aber nicht mit deiner Kopfkamera. Nee, nicht Kopfkamera, die Handkamera, die ich in der Hand habe. Die müsstest du auch sehen können. Jetzt sehe ich auch keinen mehr. Gerade eben war einer da. Der ist hinter dir, der Orb, oder, beziehungsweise neben dir. Ja, da ist einer. Ah. Also die Kamera, die du in der Hand hast, die leuchtet immer sehr hoch. Also die kannst du vergessen. Oh, echt? Okay, ja. Dann liegt das, dann sehe ich das deutlich besser als du. Also ich sehe einen Orb. So, wir haben immer noch keinen Dots gesehen. Was kann es noch sein für Beweise? So, ich stelle jetzt nochmal hin. Kein Buch.
extra mal die Kamera wegen Dots. Ich bring mal noch das zweite Buch in die Nähe von... Achso, ja. Zwei Bücher habe ich schon drin, ne? Ach, beide? Ich habe beide Bücher in den, bei den Dots. Achso, die legt man besser weiter auseinander, die Bücher. Okay. Du hast Licht angemacht. Okay. Ja, sonst geht meine... okay, die liegen ganz gut. Sonst geht meine Sanity zu sehr runter. Aber wir brauchen auch noch eine Kerze. Ja gut, das können wir gleich machen. So. Oh oh. Oh oh? Ja, es ist wärmer geworden hier wieder. Nein, ich hänge. Jetzt ist... Ist im Zelt kalt. So, ich leg mal Sachen ins Zelt rein. Ich hab im Zelt 12 Grad. Hä? Ich hatte da... 10,8. Ach, minus 6,1 jetzt? Ja, genau. 10,3, also das schwankt extrem. Ich hatte da eben sehr... Minus 9... Also es schwankt hier zwischen plus 10 und minus 10. Echt? Ich hatte da jetzt sehr verlässliche Minustemperaturen drin. Hast du das... Bist du hier? Bist du hier? Ha. Ha. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Hör auf zu klopfen. Das mag man. Irgendwie EMF? Hast du denn das EMF in der Hand? Nein. Das lag, habe ich im Zelt auf den Boden gelegt. Das liegt da vor dem Buch. Kamera mal vors Zelt gestellt. Gucken mal, ob das man da was sieht. Und das Buch hat er mal nicht geschrieben bisher. Ja, wenn du mal deine Lampe ausmachst. Gerade in dem Moment hat er mir ein Geisterevent beschert. Ah. Leider kein Foto. Schade, ein Orb ist zu sehen im Zelt. Ich muss leider ganz kurz das Licht... Die blöden Blitze nerven, weil dadurch ist es immer so hell. Oder hast du Licht angemacht? Was wollte ich denn? Ah, Moment, stopp, ich bin gerade abgelenkt. Nee. Ich habe gerade das Licht angemacht. Wo ist denn der zweite EMF? Eins ist hier drinnen noch. Ach so, okay, dann hole ich das. Kann ich das gerade bringen? Schmeiß einfach auf den Boden. Ja. Ich nehme einfach mal die Kruzis mit auf gut Glück und schmeiße mal hier im Vorraum hin. Was ist das denn? Der hat den Gaskocher hier angemacht. Wo? Oh. In einem anderen Zelt. Oh, da ist auch der Knochen. Warst du gerade in der Nähe, oder? Okay, weil ich habe mich gerade aus und wie Feuerzeug gehört. EMF war bei 2 hier gerade. Okay. Ich mache hier gerade jetzt nochmal Licht an. So. Wo habe ich jetzt eine Fotokamera? Suche ich überhaupt noch mal nicht. Nimm mal ein Salz mit raus und gucken wir mal, ob wir vielleicht was finden. Ist es jetzt wärmer? Also ich höre die... Okay.
Ist sie gerade erschienen? Zelt. Nee, da war was am Zelt. Da war was im Zelt? Was war im Zelt? Oder am Zelt. Also es hörte sich an, als ob die Tür wieder getoucht würde. Okay. Touch die Lampe. Ja, ich bin überfordert. Ich wollte die... gerade Sachen reinbringen. Ich suche die Touchen. Ah, ich habe eine da. Wow. Komische Physik. Nichts. Mach mal hier Bewegungssensor hin. Mhm. Kann man den anderen hinmachen? Geisterbox hattest du ja im Zelt probiert, oder? Wo ja, bist du? Aber hatte ich nicht. Oh, Schock. Entschuldigung. Wie alt bist du? Ich würde die Geisterbox mittlerweile ausschließen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Vielleicht solltest du auch mal rauskommen, dann können wir mal in Ruhe da gucken. Ich habe Bewegungssensoren jetzt angebracht. Ja. Aber da geht keiner durch. Okay. Jetzt ist er durch. Oh ja. Den am Zelt. Ich komme gleich wieder. Ich gehe mal kurz räuchern. Okay. Hat gezählt. Sehr gut. Also sind wir an für sich richtig, was die Position hier angeht? Fingerabdrücke. Thank you. Wo haben wir jetzt Fingerabdrücke? Hä? Oh, wir sind bei 66. Du bist bei 52. Wo ist jetzt die Touchenlampe schon wieder? Da. Ich wüsste gerne, wo sich diese blöden Fingerabdrücke befinden in diesen Zelten. Hm. Soll ich sonst nochmal Pillen nehmen? Naja, ich bin gerade unterwegs. So. Ich habe gerade eben schon mal Pillen genommen. Okay, wow. Fingerabdrücke. Gefriertemperaturen, Fingerabdrücke. Wenn es ein Orb ist, dann wäre es ein Handtuch. Und der Mimik hätte... Der Mimik hätte Box. Die Box würde ich ausschließen. Weil wir haben die Box so viel probiert... Gut, ich habe sie jetzt einmal ausprobiert. Ich habe sie sowohl im Zelt als auch vor dem Zelt mehrfach ausprobiert jeweils. Ja, dann loggen wir jetzt einfach Handtuch ein. Kerze ausblasen. Brauchen wir nicht mehr. Uzi, hatte ich auch hingelegt oder hatte ich? Hallo? Mein Feuerzeug kaputt? Ah. So. Dumm und dumm. Wo ist das zweite Prozedere? Also eins auf jeden Fall ins Zelt. Ist die Kerze schon aus? Warum sind die Kerzen aus? Ich habe mich gerade extra angemacht. Oh ja. Dann bin ich gleich wieder da. Ich lege jetzt diesen Ball weg. Er irritiert mich die ganze Zeit. Ich denke jedes Mal, das ist das Licht von der Dingens. Vor der Touchenlampe. So.
Okay, wo liegen die? Da. Über dem Boden. Das sieht sehr bizarr aus. Okay. Da, Kamera. Deine Füße berühren den Boden gar nicht. Ich bin vielleicht auch ein Geist. Ich bin die Nurse. Vielleicht. So. Jetzt müssen wir nur noch diese blöde Kerze ausblasen, dann bin ich zufrieden. Interaktion vielleicht? Nö. Du schwebst immer noch über dem Boden. Habe ich noch eine Fotokamera? Keine Ahnung. Kling, kling. Kerze ist auch noch nicht. Haben wir noch eine Kerze im Vorraum hinstellen? Kann ich versuchen. Du wolltest das fragen? Wie haben wir? Moment. Es ist das kleine Pistlach. Oh. Ich habe einen Schritt fotografiert. Du bist so bescheuert. Spiel. Soll ich denn bei Regen hoffen, dass eine Kerze ausgepustet wird, wenn ich die nicht richtig anmachen kann? Wie viel Sanity haben wir denn noch? Insgesamt 67. Okay. Du bist jetzt bei 65. Bei 60. Ja, okay. Oh, ist abgehakt, Kerze. Okay. Schön. Oh, wie schön rauchig. Beweise. Also, ich bin für Hantu. Ja, habe ich jetzt einfach auch eingeloggt. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir einfach oder soll ich noch versuchen, irgendwie ein Foto zu kriegen? Das okay. Ist okay. Sehr schön. Klack. Juhu! Hat hier geklappt, es hat hier geklappt. Okay, war richtig. So, und nun? Ich wäre dafür, jetzt für heute Schluss zu machen, wenn das für dich okay ist. Oder möchtest du gerne noch eine Runde spielen? Ja, klingt gut? Okay. Alles gut. Sehr schön. Dann habe ich heute nämlich ganz, ganz viel gespielt. Ich habe einen 4-Stunden-Stream hingelegt, also das ist schon mal ganz, ganz okay. Am Wochenende streame ich noch genug mit dem tollen neuen Projekt. Also an alle Leute, die noch da sind und noch nicht über das Projekt Bescheid wissen. Morgen Abend findet noch ein 1-Stunden-Stream statt. Ich habe leider nicht länger Zeit. Das geht ab 19 Uhr los und dauert eine Stunde. Um 20 Uhr muss ich dann halt woanders hingehen. Da wird Minecraft gespielt in einem speziellen Projekt, wo sich mehrere Leute zusammengetan haben. Und am Samstag will ich das auf jeden Fall noch etwas ausdehnen und da ein bisschen mich in dieser Minecraft-Welt, die wir da aufbauen, bewegen. Und ansonsten werde ich am Wochenende wahrscheinlich nochmal ganz, ganz normal ein bisschen DBD vielleicht streamen. Vielleicht nochmal eine Runde Dark Souls weitermachen. Wenn ich endlich nochmal zu Aliens komme, Alien Fireteam, dann mache ich da nochmal ein Stündchen, zwei weiter. Genau, das ist so der grobe Plan fürs Wochenende. Und ja. Und denk dran, vielleicht hier noch Ash of House. Oder House of Ashes. Genau. Das weiß ich noch nicht genau, weil ich mich mit Anna noch nicht abgesprochen habe. Insofern, genau. Also. Genau, also deswegen. Aber ich spiele ja auf jeden Fall. Ich weiß. Genau. Genau. Ja, und dann verabschiede ich mich für heute und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen Zuschauern heute. Momentan habe ich einen etwas aktiveren Chat und das freut mich ganz, ganz doll. Also Venanli und Frau Nachbarin. Vielen, vielen Dank. Und auch Tresol, der ja zwischendurch da war, und Latsche, der kurz reingeschaut hat. Auch danke für den neuen Follow, den ich heute bekommen habe. Vielen, 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 vielen Dank. Es macht echt Spaß, wenn man ein paar Leute hat, die... Oh ja, vergiss Nightbolt nicht, genau, um den kümmere ich mich gleich noch. Also macht auf jeden Fall Spaß, wenn man Leute hat, von denen man weiß, die gucken zu und schreiben auch mal was im Chat, dann hat man immer was zu quatschen und das ist total super. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann demnächst wieder dabei seid. Und Nightbot der Alle Cheater, genau.
Ja, und damit wünsche ich euch einen wunderwundervollen einen wunderwundervollen Rest Donnerstagabend und ein ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und Hiso darf sich auch noch verabschieden. Hi. Ich werde jetzt gleich noch Tales weiterspielen, falls da nochmal jemand gucken möchte. Gib mir noch eine Pause. genau. Und ich wünsche euch sonst einen schönen Abend. Ja. Genau. Und Nightbot, der olle Cheater, Spammer und Dieb. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.